Das Gedächtnis nimmt ab, wenn man es nicht übt, wusste bereits Cicero. Warum das auch heute noch gilt und was man mit seinem Gedächtnis so alles anstellen kann, darüber sprechen wir heute mit Gedächtnisweltmeisterin Luise Maria Sommer. Ja, wenn man sich deinen Lebenslauf so anschaut, dann fällt auf, dass du dich, liebe Luise, herzlich willkommen, bereits seit vielen Jahren für das Thema unseres Gedächtnisses interessierst und auch begeisterst. Unter anderem bist du aber auch Gedächtnisweltmeisterin 60+ geworden bei der Gedächtnis-WM 2016 in Singapur. Wie war das damals? Beschreib einmal. Ja, Manuel, das wären heuer 5 Jahre. Am 18. Dezember ist da um circa Mitternacht an die österreichische Bundeshymne erklungen. Also das war ein unvergesslicher Moment für mich. Es war Abenteuer pur, die lange Reise dorthin und mich dann vollkommen einzulassen auf diese WM. Du musst dir vorstellen, es ist ein Zehnkampf. Also Namen und Gesichter merken, Zahlen in jeder erdenklichen Form, Spielkarten, historische Daten und so weiter. Und mich da mit anderen zu messen. Aber das Spannende waren nicht die anderen, sondern das Spannende war Luise 2004. Weil 2004 war ich in Manchester das letzte Mal bei so einer WM dabei und habe mir gedacht, so, jetzt ist Schluss, das reicht jetzt. Aber als ich das gelesen habe, 2016 von Singapur, dachte ich mir, okay, in der Kategorie 60+, da probiere ich es noch einmal. Und ich möchte gerne besser sein als Luise 2004. Verstehst du, mir zu beweisen, aber auch allen Menschen zu beweisen, geistige Fitness, die kann man trainieren viel, viel länger als vielleicht körperliche Fitness und da liegt so viel in unserer Hand. Ja, und es ist mir gelungen, mich selbst 2004 zu schlagen. Das heißt, ich war in einigen Disziplinen besser als jüngere Luise. Und das gibt Hoffnung. Das glaube ich, das gibt sicher vielen auch von den Zuseherinnen und Zusehern Hoffnung. Wie bist du aber überhaupt zum Gedächtnissport gekommen? Was war die ursprüngliche Motivation? Ach, wie das so ist im Leben, wenn dich etwas magisch anzieht, dann hat das was mit dir selber zu tun. Ob du es glaubst oder nicht, ich hatte immer diesen Ruf der vergesslichen Luise. Ich arbeite heute auch noch hart daran, den loszuwerden. Und ich hatte 2 Fälle von Alzheimer in meiner Familie. Also das heißt, das Thema hat mich schon interessiert und ich war damals, noch keine 50. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, hörst du das an? Ich gehe zu einem Vortrag Gedächtnis und Lernen. Professor Gunther Iberer, Universität Graz, war hier in Mürzzuschlag, ist er extra gekommen für die sogenannte Schnupperhochschule damals, hat diesen Vortrag gehalten. Uns gezeigt, wie diese uralten Mnemotechniken funktionieren. Ich habe sie ausprobiert am nächsten Tag und ich habe Blut geleckt und ich habe gewusst, das wird meines. Kannst du uns vielleicht auch eine dieser Methoden beschreiben? Ich kenne zum Beispiel die Loki-Methode. Mhm. Was hat es damit auf sich? Wie kann man die auch vielleicht im Alltag verwenden? Also, das müssen wir vielleicht den Zuseherinnen und Zusehern kurz erklären. Loki oder Loci, das kommt aus dem Lateinischen. Locus ist der Ort, ja? Und Loki sind die Orte. Das heißt, die antiken griechischen, römischen Redner haben sich ihre Reden gemerkt, indem sie an bestimmten Orten in einem Raum oder auf einem Spaziergang ihre Gedächtnisinhalte abgelegt haben, die Stichworte ihrer Rede. An realen Orten, muss man jetzt sagen, oder? Also, diese Orte waren real im Kopf oder sie haben sich tatsächlich auf dem Ort befunden. Aber schau, wenn du magst, mach mal gleich eine Übung. Ja. Geh in Gedanken in deinen Vorraum zu Hause und die Zuschauer sollen das auch machen. Ja? Und du nimmst da die Tür als ersten Ort. Ja? Und an der Tür legst du jetzt irgendein Symbol für Deutschland ab. Was wäre für dich ein Symbol für Deutschland? Die Fahne. Die deutsche Flagge, ja, oder vom Oktoberfest ein paar Bierkrüge oder vom Stein der Berliner Mauer als Souvenir. Also ein Symbol für Deutschland. Passt? Dann gehst du in deinem Vorraum, wir machen es mit 3 Orten. Mhm. Gehst du weiter? Was ist bei dir da als nächstes?
das Bett mit den Hunden. Okay, das kleine Hundebett. Da legst du ein französisches Baguette hinein. Da, und siehst deine Hunde, wie sie da knabbern. Mhm. Ja, wenn die Zuschauer da Schuhkastel haben, dann legen sie das Baguette ins Schuhkastel. Gut, ist es drinnen. Passt. Und als nächsten Ort jetzt brauchen wir eine... Was hast du als nächsten Ort? Die Küchentür. Die Küchentür. Und an der Küchentür, da hängt eine ganz, ganz große Pizza. Gut. Und das hast du dir jetzt gemerkt, oder? Was hängt an der Türe? Die deutsche Flagge. Was ist in deinem Hundebett, in deinem zweiten Platz drinnen? Das Baguette, das französische. Genau. Und Platz Nummer 3? Die große italienische Pizza. Genau. Schau. Und das sind die nach der Bevölkerung geordneten EU-Staaten, also Deutschland, Frankreich, Italien, haben die größten, höchsten Bevölkerungszahlen der EU. Deutschland mit über 80 Millionen, Frankreich über 60 und Italien knapp 60. Gemerkt, mit der Loki-Methode. Und so, das kann man ausbauen. Da kann man sich hunderte Begriffe auf diese Art und Weise merken. Und spielt es vielleicht auch eine Rolle, wie merkwürdig diese Begriffe jetzt waren, die wir da angesprochen haben? Ja, das ist eine ganz gute Frage. Denn je merkwürdiger, umso besser. Und ich sage hier auch immer, je lustiger, je humorvoller, je, ja, von mir aus schräger, desto besser. Aber niemals, niemals verwende ich hier negative Assoziationen. Da habe ich einen Vertrag mit mir geschlossen. Denn Gedanken haben Energie, Bilder haben Energie und wir erschaffen hier ja die eigenen Bilder. Und da werden wir nicht gut beraten, hier mit negativen Bildern zu arbeiten. Und das macht echt Spaß. Macht auf jeden Fall Spaß. Ich glaube, was ich weiß, hat ja auch die Arbeit mit den Jugendlichen und Kindern immer sehr viel Spaß gemacht an der Handelsakademie. Ja. Das ist aber nicht das Einzige, was du in Bezug auf junge Menschen auf Lager hast, sozusagen. Ich weiß, du engagierst dich auch bei Zuki, der von Claudia Stöckel geleiteten Organisation Zukunft für Kinder. Was hat es damit auf sich? Ja, Claudia Stöckel, Marlies Steinbach sind die zwei Obfrauen. Ja, das hat vor vielen, doch jetzt mittlerweile schon sicher 5, 6 Jahren meinen Weg gekreuzt. Ich habe Niki Lauda zugehört, wie er bei der Claudia Stöckel war und von seinem Patenkind Surovi gesprochen hat. Dann bin ich nach Hause, habe gegoogelt und habe mir gedacht, da nehme ich mir auch ein Patenkind. Sanchita wurde es. Und 2020, wie es noch möglich war, knapp davor, bevor wir nicht mehr reisen konnten, im Februar bin ich mitgefahren auf diese Patenreise nach Kalkutta, habe mit eigenen Augen gesehen und erlebt, mit wie viel Herzblut dieses Projekt dort geführt wird, wie aus diesen Straßenkindern wirklich tüchtige, lebenstüchtige, kluge junge Menschen werden. Und apropos klug, seit Februar heuer machen eben Claudia, Sabine, die auch im Vorstand ist, und ich, also Claudia Stöckel, Sabine Schistek und ich haben begonnen, diese Jugendlichen in Indien zu coachen. Ihnen Empowerment nennt man das, also Ermächtigung, ihnen Fähigkeiten mitzugeben, wirklich ihr Leben dann zu meistern, wenn sie dann schon 19, 20, 21 sind und auf Jobsuche sind oder in Colleges sich bewerben. Und da kann ich meine Lehrerin natürlich wieder hervorkehren, als die ich ja nach 41 Jahren schon in Pension gegangen bin. Was das Thema Gedächtnis mit der Achtsamkeit zu tun hat, darüber sprechen wir auf jeden Fall gleich weiter. Davor gibt es aber die Beiträge über die Impfstraße und auch das Dienstleistungszentrum, das sein einjähriges Jubiläum gefeiert hat, von Andrea Dirnbauer. Mit Zuschlag hat wieder eine Impfstraße. Seit 7. Dezember kann man sich in den Räumlichkeiten neben dem BFI in der Grünen Insel dreimal wöchentlich die Corona-Schutzimpfung abholen. Früher war es im Vivax, dort wo jetzt die Teststelle nach wie vor ist. Es war dann die erste Impfphase so erschöpft, dass kaum mehr Leute gekommen sind. Darum hat das Land diese Impfstraße wieder abgezogen. Das Land Steiermark bestimmt die Standorte der Impfstraßen. Die Gemeinde hat lediglich die Aufgabe, Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Natürlich haben wir gesagt, es wäre jetzt sehr wichtig, gerade auch für den sogenannten dritten Stich, dass es so etwas im Zuschlag wieder gibt, haben die Räumlichkeiten hier in der Grünen Insel neben dem BFI anbieten können. Hier ist Platz, man kann gut zufahren, man kann parken, man kann es fußläufig erreichen. Und es gibt eben wieder diese Impfstraße, die vom Land Steiermark über die Firma Kastanienhof, so heißen die, betrieben wird. Jeden Dienstag und Freitag wird von 10 bis 20 Uhr geimpft. Samstags hat die Impfstraße von 8 bis 18 Uhr geöffnet.
Ausgenommen sind der 24. und 25. Dezember sowie der 1. Jänner. Da bleiben die Türen geschlossen. Anmeldungen funktionieren einfach über das Internet unter www.oösterreich-impft.at. Aber auch ohne Anmeldung kann man sich in Münzzuschlag die erste, zweite oder auch dritte Impfung abholen. Hier ist jedoch zu beachten, dass es eventuell zu längeren Wartezeiten kommen kann. Die Stimmung ist dennoch überwiegend positiv. Wir wohnen im Spital, ja, und dass das so in der Nähe ist, ist wirklich optimal. Muss ich befürworte ich sehr, sehr. Und ich nachher, weil eben die Möglichkeit, nachher, dass du einen kurzen Weg hast, ja, und ich nachher, als wir wollen, weiß Gott, wie weit fahren musst, finde ich optimal. Gott sei Dank, dass das jetzt da gibt. Mit einer Impfquote von 72,6% liegt Mürzzuschlag deutlich über dem Österreichschnitt. Der beträgt derzeit 67,1%. In Mürzzuschlag kommt der Impfstoff von BioNTech Pfizer zum Einsatz. Kinder werden hier nicht geimpft. Dafür stehen in der Brucker Impfstraße eigene Kinderfachärzte bereit. Personen, die bereits einen Impftermin einer anderen Impfstelle zugewiesen bekommen haben, diesen aber früher wahrnehmen wollen, sind herzlichst eingeladen, in die Mürzer Impfstraße zu kommen. Der geplante Termin wird dann automatisch storniert. Ich lade wirklich alle ganz, ganz dringend und herzlich ein. Kommen Sie impfen, lassen Sie sich impfen. Das erste, das zweite, das dritte Mal. Es ist ganz, ganz wichtig und es funktioniert gut. Zusätzlich zur Impfstraße im BFI ist selbstverständlich auch die Teststraße im VIVAX in Betrieb. Montag bis Samstag von 8 bis 18 Uhr und sonntags von 8 bis 12 Uhr werden hier PCR-Gurgeltests und Antigentests durchgeführt. Auch hier wird eine Anmeldung empfohlen. Wichtig zu beachten ist auch, dass man 30 Minuten vor einem PCR-Gurgeltest keine Nahrung oder Flüssigkeit zu sich nehmen sollte. Auch auf Nikotin und Zähneputzen sollte man verzichten. Bitte beachten Sie die geänderten Öffnungszeiten zu den Weihnachtsfeiertagen. Und eines sollte man, egal ob beim Testen oder Impfen, nicht vergessen. Die MitarbeiterInnen an der Impf- und an der Teststraße sind zum Wohle unser aller Gesundheit im Einsatz und leisten eine großartige Arbeit. Das neue Dienstleistungszentrum der Stadtgemeinde Mürzzuschlag war ein durchaus ambitioniertes Vorhaben. Vom ersten Gedanken bis zur Übernahme ein Jahr und vom Auffahren der ersten Bagger bis zur Übergabe vor quasi einem Jahr waren es exakt 4 Monate. Muss man sagen, da muss alles mitspielen, damit das möglich ist. Und diesbezüglich möchte ich nicht vergessen, mich bei den Mitarbeitern bedanken, die neben der normalen Arbeit, letztendlich war dann Winterdienst, das gesamte Siedeln des Bauhofs, Sortieren, Wegschmeißen, alles was dazugehört, in der üblichen Arbeitszeit gemacht haben und das noch zu Coronas Zeiten. Der Lockdown zu Jahresbeginn war eine zusätzliche Herausforderung für die gesamte Mannschaft. Wir mussten im ersten Halbjahr Schichtdienst arbeiten, das heißt die ganze Mannschaft ist getrennt worden und hat Vormittag- und Nachmittagdienst gemacht. Also wirklich schwierig und vor allem auch die dauerhafte Beibehaltung war dann schon ein bisschen mühsam. Aber auch das hat man bravourös geschafft und das DLZ in der Maria-Zeller-Straße ist nun bereits seit einem Jahr in Betrieb. Die Mitarbeiter weinen dem doch in die Jahre gekommenen alten Bauhof keine Träne mehr nach. Die Zeit vergeht, dass ein Jahr schon ist, das ist überraschend, aber es ist sehr fein darin arbeiten. Die Mannschaft ist benannt, der Fuhrpark ist alles benannt, die Arbeit ist nicht weit auseinander, das ist alles im Komplex benannt und es ist viel schöner arbeiten, als wie was vorher war. An einem Standort sind nun alle Tätigkeiten des städtischen Bauhofs zusammengeführt. Dadurch lassen sich Synergien viel effizienter nutzen. Wir haben die Tischlerei, wir haben die Werkstatt, die Schlosserei, die Mechaniker sind vor Ort. Wenn einer mit einem Auto reinkommt, was ein Gebrechen hat, es bricht im Winter immer was bei klar. Die sind gleich da und man kann versuchen, schnell selbst zu reparieren, dass wir gleich wieder einsatzbereit sind. Der alte Bauhof ist eine gewachsene Struktur gewesen, hat ganz andere Funktionen gehabt und. Also aus unserer Sicht, und das höre ich auch von meinen Mitarbeitern, ist es wirklich zufriedenstellend, ist für alle in vielen Dingen bequemer geworden, übersichtlicher.
auch energiesparender natürlich. Und die letzten Dinge, so mit Außenanlagen und so weiter, sind im Sommer dann noch entstanden. Also rundum gibt es fast nur Vorteile. Als kleiner Wermutstropfen könnte man den nun doch etwas längeren Arbeitsweg einzelner Mitarbeiter sehen. Doch die neue Arbeitsstätte wiegt auch das wieder auf und das Team ist und bleibt motiviert. Sicher macht die Arbeit Spaß. Sie soll Spaß machen und soll Freude machen und es funktioniert gut. Der Spaß einer offiziellen Eröffnung oder gar einer fröhlichen Einweihungsfeier ist leider der Pandemie zum Opfer gefallen. Bei einem solchen Bauwerk, bei der Inbetriebnahme, beim Beginn wäre es schon toll gewesen, eine Eröffnungsfeier zu machen für die Mitarbeiter, eventuell einen Tag der offenen Tür für die Bevölkerung und deshalb leider nicht möglich, aber wir haben uns vorgenommen, dass im Jahr 2022 mit zumindest einem Sommerfest oder Ähnlichem eine wirklich gescheite Eröffnung stattfindet. Da dürfen dann die Mitarbeiter endlich auch offiziell ihre Lorbeeren einfahren und die Bevölkerung einen Blick hinter die Kulissen der umfangreichen Tätigkeitsfelder des städtischen Bauhofs werfen. Es ist Dezember 2021 und die Werkskapelle Böhler mit Zuschlag Königsberg hätte sie auch gerne heuer wieder zum traditionellen Weihnachtskonzert eingeladen. Die Corona-Pandemie lässt dies im gewohnten Ambiente nicht zu. Auch müssen wir auf unsere Weihnachtssammlung für einen karitativen Zweck heuer verzichten. Die Nutznießer dieser Weihnachtssammlung heuer die Kinderkrebshilfe wieder, sollen aber nicht leer ausgehen. Deshalb, wenn Sie unsere Bemühungen unterstützen wollen, dann bitten wir Sie um eine Spende für die Kinderkrebshilfe auf unten angeführtes Konto. Die Werkskapelle Böhler mit Zuschlag Königsberg wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen ein trotzdem fröhliches und friedvolles, gesegnetes Weihnachtsfest 2021.
Die heurige Solidaritätsaktion der SPÖ steht unter dem Motto »Alle Jahre wieder zusammenhalten«. Über die parteieigene Helpline werden 30.000 Euro zur Verfügung gestellt, um in der ganzen Steiermark Menschen in Notlagen zu unterstützen. Solidarität lebt die SPÖ aber nicht nur zu Weihnachten, sondern an 365 Tagen im Jahr. In diesem Sinne wünscht die SPÖ-Regionalorganisation Bruck mit Zuschlag frohe Weihnachten und alles Gute für 2022. Erleben Sie unser neues Küchen- und Möbelstudio im Miele Center Stadtwerke Mürzzuschlag, Mariazellerstraße 45C. www.sdwmz.at. Interessante Beiträge waren das und interessant geht es auch hier weiter bei uns im Studio. Luise Maria Sommer, wie schaut es eigentlich mit dem Thema der Achtsamkeit aus? In deinem Buch »Dein Gedächtnis kann mehr« schreibst du ja, dass eben diese Achtsamkeit die wichtigste Grundlage für ein gutes Gedächtnis sei. Und hat das vielleicht auch mit Meditation was zu tun oder wie ist das? Also auch hier sprichst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, denn Achtsamkeit oder ich sage noch lieber das Wort Aufmerksamkeit, weil da steckt ja Merken drinnen. Das ist die Basis für ein gutes Gedächtnis. Ohne dem geht es nicht. Da helfen die besten Tricks nicht, so wie wir gerade früher diese Loki-Methode besprochen haben oder Geschichten oder was es da noch für andere Methoden gibt. Wenn ich nicht mit meiner ungeteilten Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt bin, dann kann ich es mir nicht merken, weil geteilte Aufmerksamkeit ist halbes Gedächtnis. Das ist einfach so. Und das ist eine Aufgabe, wo wir wirklich gefordert sind und wo ich glaube, wo in der heutigen Zeit mit dieser Informationsflut, mit der Möglichkeit, sich abzulenken, das war noch nie so schwierig wie heute. Und da gilt es zu arbeiten. Und ja, weil du Meditation erwähnt hast, in diesen Zuki-Sessions, Coaching-Sessions, da lädt Claudia Stöckl auch immer wieder Keynote-Speaker ein. Und da hatte sie P.A. Straubinger, war hier zu Gast. Und der hat den Jugendlichen das Thema Meditation näher gebracht. Und ich habe auch so viel daraus mitgenommen, dass ich jetzt seit einigen Monaten dieses Morgenritual entwickelt habe. Ich nenne es die 3M. Munter werden, Morgentoilette und meditieren. Und zwar Mini-Meditieren. Ich setze mich einfach nur auf den Rand der Badewanne, schließe meine Augen und achte einmal nur auf den Atem. Manchmal mache ich dann auch eine Dankbarkeitsmeditation, dass ich schaue, was sind die Dinge, für die ich dankbar bin. Und das ist ein ganz anderer Start in den Tag, als einfach nur loszustarten oder zum Smartphone zu greifen, das bei vielen Menschen gleich neben dem Nachtkastel liegt. Da sind wir schon beim nächsten Thema, dem Smartphone. Warum ist das für unser Gedächtnis eigentlich so eine Bedrohung? Und, oder anders gefragt, wie kann man es trotzdem sinnvoll einsetzen? Genau. Das Smartphone ist gekommen, um zu bleiben. Ich bin überhaupt nicht jemand, der das verteufelt. Im Gegenteil, ich bin ja selber gefordert, meinen Umgang damit im richtigen Maß zu lernen, so wie wir alle. Und ich möchte halt motivieren, googeln ist gut, aber danach auch merken ist noch besser. Das heißt, vom Smartphone ein bisschen mehr hin wieder zum Smart Brain. Das Smartphone schätzen als Lexikon, das wir immer mithaben. Und wenn ich dann google, etwas mir nachgeschaut habe, dass ich dann sage, hey, das merke ich mir. Und vielleicht eine dieser Techniken verwenden, die ich da habe. Hätten Sie da vielleicht auch ein Beispiel für uns, wie man das im Alltag, wie kann das im Alltag ausschauen? Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, was du dir gerne merken möchtest, Manuel. Im Alltag denke ich, tun wir am meisten für unser Gedächtnis und unser Gehirn, wenn wir das Smartphone auch immer wieder ablegen. Wenn wir das wirklich ablegen, weggeben, ganz bewusst und unser Gehirn zwischendurch auch immer wieder ausleeren. Das ist auch wichtig, innehalten. Wir haben ja von Achtsamkeit gesprochen. Aber ich denke, du möchtest gerne einen ganz konkreten Tipp für die Zuseherinnen und Zuseher, wie wir uns im Alltag etwas merken können. Ich denke zum Beispiel auch an die Einkaufsliste, Telefonnummern, Namen, was auch immer.
Ja. Irgendwas in die Richtung, was man halt immer wieder braucht. Okay, ja. Also, wie viel Zeit haben wir noch? Geht sich eine Einkaufsliste aus? Eine kurze auf jeden Fall. Eine kurze geht sich aus. Gut, schau, das passt auch gut, weil dann schließt sich der Kreis zur Lotsi-Methode, die wir schon gehabt haben. Man kann auch Lotsi sagen. Also, wir nehmen jetzt Orte, aber nicht irgendwo, sondern an unserem Körper. Unser Körper ist so ein tolles Ablagesystem, das haben wir immer mit dabei. Das heißt, die Füße sind der Ort Nummer 1, die Knie der Ort Nummer 2, die Oberschenkel der Ort Nummer 3, die vier Buchstaben da hinten sind der Ort Nummer 4 und die fünf Finger in die Taille Nummer 5. Wir machen mal nur 5, ja? Und jetzt nehmen wir an, es fällt dir ein, du musst Toilettenpapier einkaufen. Dann kommt das nicht auf die vier Buchstaben, sondern hier. Wickeln wir das Klopapier um die Füße oder stecken die Rollen dran? Okay, hast du? Mhm. Ketchup am Knie. Wie würdest du Ketchup dir am Knie merken? Mit einem lustigen... Blutig. Blutig, okay. Du hast Indianer ist ein bisschen negativ, aber... Ja, aber vielleicht warst du Indianer spielen, genau, als kleiner Puppe und willst die Mama schrecken. Ketchup ist da oben. Katzenfutter. Wie machen wir hier Katzenfutter? Oder Hunde. Nehmen wir Hundefutter. Du hast ja kleine Hunde, genau, oder? Also Hundefutter. Wie legst du hier am Oberschenkel Hundefutter ab? Ich würde es schön verteilen, schön, so für die Hunde, dass sie es okay, dann das ist dann nehmen können. Genau. Oder vielleicht auf, wenn jemand das lieber Katzenfutter hat, eine warme Katze da auf die Oberschenkel legen zum Beispiel. Ja? Vier Buchstaben haben wir noch, die Äpfel brauchen wir noch. Was ist da eine Kombination? Wie könnten wir uns die an unseren vier Buchstaben Äpfel merken? Jetzt dass bist du ein gefunden. Buchstabe mehr ist. Okay. Das hast du so. Bist schnell mit dem Buchstaben zählen. Okay, oder weißt du, Pobacke, Apfelbacke würde zum Beispiel gehen. So, jetzt haben wir 4. Weißt du noch, was da unten war? Toilettenpapier. Super. An den Knien. Ketchup. Jawohl. Was liegt hier? Hundefutter. Was haben wir hier? Den Apfel. Den Apfel. Und da brauchen wir noch Weintrauben. Nummer 5 haben wir gesagt, Weintrauben. Wie legen wir hier Weintrauben ab? Als Gürtel. Als Gürtel. Super. Und der riesige Weintraum ist die Schnalle. Jetzt hast du zum Beispiel 5 Dinge, die du einkaufen kannst, ohne dass du den Zettel mit hast. Und wir haben ja nur wenig Zeit. Das heißt, wenn man da sich ein bisschen länger Zeit lässt, kannst du natürlich auch weitermachen. Habe ich in meinem Buch drinnen auch beschrieben. Und ja, das kann man wirklich alles lernen. Wunderbar. Luise, unsere Zeit ist jetzt schon fast vorbei. Ich danke dir für dieses wunderschöne Gespräch. Wir haben gesehen, LMS, deine Initialen, Lernen macht Spaß. Und lebenslanges Lernen macht Spaß, genau. Und was Sie zu Hause jetzt damit machen, dass ich ganz an Ihnen, wenn Sie in Zukunft nichts mehr von TV Mürz verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch auch auf YouTube oder Facebook. Danke fürs Einschalten und bleiben Sie dran.